Ja, von der Fliegengewichtlerin Vorarlberger zu schweren Jungs im wahrsten Wortsinn, nämlich ein Ex-Rotlichtboss, der zum Buddhisten und Veganer wurde, erzählt uns eine unglaubliche Geschichte. Richard Steiner ist sein Name, der wird Ihnen vielleicht noch was sagen. Er hat jetzt ein neues Buch rausgebracht, Ein Mann der Ehre. Was für ihn Ehre bedeutet, das wird er uns gleich selbst hier im Studio verraten. Gestern wurde jedenfalls dieses Buch in Wien präsentiert. In Begleitung von Verlobter Olga und des sogenannten Langen Peter präsentiert Richard Steiner seine Biografie mit dem Untertitel Vom Rotlichtboss zum Buddhisten. Wie kommt die krasse Wandlung? Diese Straße diesen ganzen Machtkämpfe, brutale Aktionen auf der Straße, wo es öfter um Leben oder Tod ging, ne? Was auch im Buch zum Lesen ist. Das sind alles Geschichten, die einen prägen und einen verändern. Dieser Mann weiß, wovon er spricht. Richard Steiner eigentlich, Wladimir Barisic, der als Fremdenlegionär begonnen hat und im Kroatienkrieg kämpfte, hat sich im Rotlichtmilieu mit seinem Lokal Purplatin einen Namen gemacht. 2010 wurde er dann nach seiner Ankunft von seinem Zweitwohnsitz in der Dominikanischen Republik verhaftet. Vorgeworfen wurde ihm und 5 anderen Beschuldigten das Bilden einer kriminellen Vereinigung, Freiheitsentziehung, schwere Nötigung, Erpressung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und betrügerische Krieger. Ich bin absolut unschuldig bis auf eine Sachbeschädigung. Verurteilt wurde Steiner wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und Sachbeschädigung zu 3 Jahren unbedingter Haft. Steiners Ruf und Kontakten zu ganz oben hat das offenbar nicht geschadet. Ich kenne einige Politiker, ja. Ich habe auch in dem Buch über die Politiker geschrieben. Die sind auch Menschen, wie wir alle. Es gibt sehr ehrenvolle und ehrenwerte Politiker. Damit meint Steiner unter anderem Stefan Petzner, mit dem ihn eine gegenseitige Sympathie verbindet. Die Welt ist so grau und einförmig, da braucht es ein paar bunte Farbtupfer. Und ich bin so einer, aber der Richard Steiner auch. Der auch einer ist, dem viel vorgeworfen wurde, muss man auch sagen, seitens der österreichischen Justiz, wo sich am Ende nichts herausgekommen ist. Und so sitzt Richard Steiner jetzt nicht hinter Gittern, sondern bei der Autogrammstunde und signiert Buchexemplare. An Fans mangelt es ihm offenbar nicht. Ja, von Hintergitter ist keine Rede. Richard Steiner ist bei uns im Studio. Wir freuen uns sehr herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Steiner. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Herr Steiner, das ist interessant. Sie hätten mit Ihrem Wissen aus dem Rotlichtmilieu natürlich hohe Beamte und Politiker aufplatteln können in Österreich, wie man so schön sagt. Und es kommt ausgerechnet ein Ex-Politiker zu Ihrer Buchpräsentation. Was verbindet Sie denn mit Stefan Petzner? Ja, wir kennen uns. Ich kenne einige Politiker sehr gut. Aber die meisten verstecken sich halt, die wollen nicht in die Öffentlichkeit und zeigen sich lieber woanders. Ne? Nicht halt bei meiner Buchpräsentation. Stefan Petzner ist halt ein authentischer Mensch, der sich da nicht scheut, das zu zeigen, was wirklich ist. Ne? Welche Politiker hätten denn gestern dann noch auftauchen können? Nächste Frage. Viele, sagen wir viele, von allen Fraktionen. Ich habe mit vielen Kontakt gehabt und auch als Gäste viele Politiker gehabt in diesen Etablissements. Ne? Und ja, aber ein Gentleman schweigt und genießt. Herr Steiner, Sie haben ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Das beginnt mit einer sehr schweren Kindheit. Sie haben von Ihrer Mutter auch nicht die Liebe bekommen, die Sie sich vielleicht gewünscht haben. Sie wollten zur Mafia gehen. Sie waren in der Fremdenlegion. Sie waren am Balkankrieg. Sie waren der Rotlichtkönig Wiens. Warum immer in diesen Extremen? Warum ging es nie normal in Ihrem Leben? Ja, das ist durch einen Unfall. Das ist mein durch die Geburtszahlen, Doppel-9. Also ich bin am 27. geboren, erstens, und meine Lebenszahl ist auch 27. Wenn man die alles zusammen addiert, kommt 27 raus. Das ist einmal ein Faktor. Der zweite ist, dass der präfrontale Kortex einen Schaden genommen hat. Das heißt, Sie hatten als Kind einen Unfall, das muss man vielleicht erklären dazu sagen. Da haben Sie eine schwere Gehirnverletzung erlitten, genau. Sie lagen im Koma damals. Ja, genau. Und dadurch passierte was? Ich war eigentlich klinisch tot, man hat mich reanimiert. Ich habe... Mein Blutdruck war 0,40, also es war nur mehr das Herzblut da und der vordere Stirnlappen, also der präfrontale Kortex befindet sich da im vorderen Stirnlappen. Wenn der geschädigt ist, ist kein Kontakt zu Amygdala. Das sind 2 so kirschgroße Drüsen, die Angstreaktionen im Körper vermitteln oder übermitteln. Und wenn da eine Störung stattfindet, empfindet man keine Angst. Das ist bis heute so? Es ist bis heute so, nur kann ich mit dem umgehen, wenn man durch Meditation
Tonus des Parasympathikus, des Nerves, der da involviert ist, also mehr betonen kann und doch eine gewisse einen Kurzschluss machen kann. Wie beim Auto, wenn man keinen Schlüssel hat, kann man auch das kurz schließen. So kann man das auch mit den Nerven, mit langwierigen Meditationen natürlich verbinden. Sie können durchaus was steuern. Sie haben es im Buch auch beschrieben, vom extremen Leben her, ja, haben Sie auch natürlich extreme Methoden damals auch angewandt. Zum Beispiel gibt es hier die sogenannte Nokia-Gruppe, die ist dort eingeschritten, wo nur der Mann war. Da haben Sie die Leute losgeschickt. War das eine Art von Selbstjustiz im Rotlichtmilieu? Überhaupt nicht. Also es war so, dass Wien ist, was Milieu anbelangt, das härteste Pflaster im deutschen Sprachraum. Eines der härtesten in Europa. Da kommt ja alles zusammen. Da kommen russische, albanische, kroatische, serbische Gruppierungen zusammen. Es ist nicht so wie so ein Kindergeburtstag wie in München oder weiß ich nicht, in Hamburg. Da geht es wirklich zur Sache und da muss man gewappnet sein, wenn man sich dort begibt. Und da muss man auf Sicherheit achten. Ne? Aber das geht ja davon aus, dass Sie dem Ganzen eine gewisse Gerechtigkeit verleiden. Ist es denn aus Ihren Augen gerecht oder ist es so generelle Gerechtigkeit, die Sie da ausüben? Na, es war notwendig erstens einmal und zweitens waren das so viele Tote. Es sind wirklich viele Sachen passiert. 15 Jahre vor meiner Zeit, laut Kurier, haben wir 60 Milieutote gehabt. Mhm. 13 Jahre, also in meinen 13 Jahren war kein einziger Milieutote. Das heißt, Ihre Truppe hat für Sicherheit gesorgt, die Polizei gar nicht garantieren konnte? So ist es. Wir haben diese Leute, die extrem gewalttätig waren und schießbereit waren, entwaffnet. Also das war unser großer Verdienst, würde ich jetzt sagen, im Nachhinein. Somit ist auch nichts passiert. Also keine Morde sind stattgefunden, das ist nachgewiesen. Ja. Aber Brutalität hat schon stattgefunden, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Wie passt das mit dem Buddhismus zusammen, dem Sie ja konvertiert sind? Ja. Ja, Buddhismus, man tut den Buddhismus immer falsch interpretieren. Der Buddha selbst hat gesagt, man soll lieber verzeihen, als den Groll des Hasses auf sich zu laden. Es ist besser, wenn man verzeiht. Nur sagt er auch im gleichen Atemzug, man soll aber sich nicht zweimal das Gleiche gefallen lassen. Also auf keinen Fall. Und so habe ich das auch gehandhabt. Also ich will nicht heiliger sein wie der Buddha. Ich habe auch verziehen, aber wenn zweimal wer das Wien erobern wollte oder Lokale erobern wollte oder irgendwelche Probleme machen wollte, dann haben wir uns das nicht gefallen lassen. Ne? Wir haben es mit noch einer Eroberung zu tun. Jetzt nach Ihrem Buch planen Sie einen Film, der soll nächstes Jahr herauskommen, spielt im Frankfurter Milieu. Ja. Und der Film sieht eher ganz nach Ihrem alten Leben aus, heißt auch so, Testosteron ist der Titel des Films. Ja. Zugleich hört man auch, in Frankfurt ist in der Rot Szene ein Österreicher eingestiegen. Wollen Sie wieder mitmischen? Nein. Also das sind, ich steige ein in den Wodka-Business dort, also in deutschen Wodka-Business. Da möchte ich richtig aufräumen. Ne? Mit dem österreichischen Wodka, wo ich beteiligt bin, da möchte ich ein Exempel statuieren, weil das ist ein Bio-Wodka, den die Deutschen oder der Rest der Welt so nicht haben, weil sie das Wasser nicht haben, das Alpenwasser, dieses weiche Wasser. Und dazu haben Sie den Film gebraucht? Film ist nicht nur Werbeclip, das ist ein seriöser Film, da spielen echte Persönlichkeiten, wirklich echte Bosse, echte Sportler, Weltmeister, Boxweltmeister und so weiter, ich auch. Und also absolut authentisch, sowas hat es noch nie gegeben. Keinen Hollywood und nicht in Bollywood, nicht in Hollywood, nirgendwo. Das wird ein unglaublich guter Film, der überall ankommen wird, kann und vielleicht bis nach Hollywood. Wir haben jetzt sehr viel aufgezeigt aus Ihrem Leben. Da kam viel Kriminalität vor. Sie haben aber auch einen weichen Kern. Sie haben zum einen eine Familie in der Dominikanischen Republik mit vielen Kindern, um die Sie sich kümmern. Ja. Und Sie haben jetzt, glaube ich, die Frau des Lebens gefunden. Ja. Olga, die hat Sie auch begleitet am heutigen Tag. Ist sie die Liebe Ihres Lebens? Ja, sie ist die Liebe meines Lebens, ja. Und wie schaut es mit Heiraten aus? Weil ich muss jetzt fragen, wir müssen nämlich eine Überleitung schaffen zu unserem nächsten Beitrag. Da geht es um einen Heiratsantrag. Ja. Hat es denn schon gegeben? Wir sind verlobt. Ich habe Ihnen einen schönen Verlobungsring geschenkt und wir wollen heiraten. Ja. Also das nächste Jahr, 2015 werden wir. Wie hat denn der Antrag ausgesehen? Naja, romantisch. Sie haben einfach gefragt und sie hat ja gesagt. Romantisch auf einer schönen Insel, am Meer, also beim Sonnenuntergang. Also ganz was. Herr Steiner, danke für den Besuch. Alles Gute für Ihre Projekte.